meine lieben Liebenden. Wir machen die Liebeslegung diesmal als Film. Ich kann das zwischendurch für euch machen, weil ich schaffe es einfach nicht zum Livestream. Ich habe es versucht, es kommt immer was dazwischen. Im Moment ist Stress angesagt, privat, beruflich, alles Mögliche. Aber ich möchte natürlich für euch auch die Liebeslegung für den Oktober machen. Und ich hoffe, dass ihr da möglichst viel draus rausziehen könnt für euch, dass ihr damit arbeiten könnt. Und ich hoffe, wie gesagt, auch wenn das ein bisschen verspätet ist, dass euch das ein Stück weit weiterhilft. Ich danke für euer Interesse, ich bedanke mich für eure Treue und ich hoffe, von euch zu hören. Viel Spaß bei deiner Legung. Ein herzliches Willkommen, lieber Krebs zur Taroskop-Legung mit Ella. Es geht um die Liebe. Und wir wollen natürlich wissen, was ist das Thema im Monat Oktober für den Krebs in Sachen Liebe? Was haben wir da für dich? Wir haben Mäßigkeit. Das ist die Schützekarte. Geh es gemäßigt an. Bleib auf dem Boden der Tatsachen, aber bring dein Gefühl mit ein. Deine Karte ist die 6 der Stäbe, der Erfolg. Liebevolle Energie, aber realistisch, kommt wirklich gut an. Bei deinem Gegenüber haben wir König der Schwerter. Das ist Schwertenergie oder Luftenergie. Bedeutet halt Klarheit, Sachlichkeit. Ne? Und dein Gegenüber ist halt nicht so gefühlvoll wie du. Aber vielleicht kann diese Person von deinen positiven Gefühlen ja profitieren und mit dir agieren. Ich denke mal, dass du da den Stein so ein bisschen aufweichen kannst. Wir haben als Harmonie die Liebenden. Da ist Gefühl da. Auch wenn vielleicht dieses sachliche Sternzeichen oder diese sachliche Person nicht unbedingt zeigt, dass sie so an dir interessiert ist oder dass sie so viel Gefühl für dich hat. Wir haben, worauf du achten solltest, Knabe der Schwerter. Knabe der Schwerter ist auch Kommunikation, Information, Dinge, die ausgetauscht werden oder Wissen oder Weiterbildung, aber ich denke, in Sachen Liebe ist es das Gespräch. Man kann ja auch zwischen den Zeilen hören. Was ist der Ratschlag? 7 der Kelche, nutze die Möglichkeiten, die sich dir bieten, wähle davon und ja, der Ausgang ist die 9 der Schwerter. Da ist so ein bisschen Sorge mit drin, dass eben vielleicht diese sachliche Person nicht so viel empfindet. Vertu dich da mal nicht, ja, weil auch selbst die, ja, jeder Mensch braucht Liebe. Und egal wie sachlich und zugeknöpft er ist, wie auch immer, jeder Mensch braucht Liebe. Und vielleicht ist das, hat das einen Grund, warum jemand zugeknöpft ist. Wir gucken mal. Wir haben die Mäßigkeit. Wir haben die 5 der Schwerter. Das ist Konflikt. Das kann aber bedeuten, dass du zum Beispiel im Konflikt bist, ja, wenn ich jetzt mehr Gefühl einbringe, du sollst bitte schön auf der Realitätsseite bleiben, dein Gefühl mitbringen, aber du sollst nicht die Realität aus den Augen verlieren. Du hast den Erfolg und du hast die 9 der Stäbe. Du gibst nicht auf, aber du sollst dich nicht verausgaben. Das heißt, das ist immer auch diese Karte, die sagt, ja, Burnout und so, das ist nicht der Sinn der Sache, ja. Der Erfolg liegt nicht im Burnout, der Erfolg liegt darin, dass du gemäßigt bleibst, ja. Nichts überstürzen, nichts überdramatisieren. Für dein Gegenüber bist du die 9 der Kelche. Du bist die Wunscherfüllung, auch wenn er oder sie das nicht so zeigt. Wir haben die Liebenden in der Harmonie und wir haben den Mond. Der Mond ist ja auch dein Planet, lieber Krebs. Das heißt so, auch die Schattenseiten, die dunklen Seiten der Liebe können auch flackern im Monat Oktober. Aber du weißt damit umzugehen. Es ist die widige Zeiten, die Stimmungen können so ein bisschen variieren. Je nachdem, was auch dem Einzelnen so tagtäglich passiert. Das muss nicht mit der Beziehung zu tun haben, aber es kann die Beziehung natürlich beeinflussen. Gespräche, das ist das, worauf du achten solltest. 3 der Stäbe. Geduldig sein. Das ist die Karte, die wartet, bis die Schiffe im Hafen sind. Lass die Dinge sich auf natürlichem Wege entwickeln. Bleib gemäßigt, lass dich nicht in den Konflikt reinziehen, wenn der andere kritisch ist, Stimmungsschwankungen hat. Du hast selber Stimmungsschwankungen, das weißt du. Lass dich davon nicht davontreiben, wie ein Fähnchen im Winde. Wir haben Möglichkeiten und der König der Schwerter taucht auch hier wieder auf und das ist Klarheit. Das ist, sei dir klar darüber, dass nicht jeder genauso funktioniert wie du. Jeder Mensch ist anders, jeder ist ein Unikat und hat auch mit Dingen zu kämpfen. Also sei ehrlich zu dir selbst, was sind Fakten und was sind, ich sag mal, Gedankengebilde oder Gefühlsgebilde, ja, die
also nicht wirklich bewiesen sind, sondern einfach nur da sind. Wir haben die Neun der Schwerter und wir haben den Knabe der Kelche. Geh liebevoll mit deinen Gedanken um. Versuche so positiv wie möglich an die Situation im Monat Oktober heranzugehen. Lass dich davon nicht beirren. Wie gesagt, jeder Mensch ist ein Unikat und reagiert anders, ist anders und hat auch so seine eigenen Probleme sogar mit sich selbst und mit seiner Außenwelt. Ja, wir haben hier eine Karte, sehr interessant, die da sagt, befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Ja, du sollst kontrolliert und nämlich mit Mäßigkeit an die Sache herangehen, dich nämlich nicht durch die Stimmungen, die Eindrücke des Gegenübers mitziehen lassen, umwerfen lassen oder verunsichern lassen. Du bist ein eigenständiges Wesen und du musst dich um dich kümmern, um dein eigenes Wohlergehen. So, und wenn es dir gut geht, kannst du natürlich auch viel besser dafür sorgen, dass es anderen gut geht, die natürlich auch mit Stürmen zu tun haben. Du machst dir zu viele Sorgen und solltest dir Klarheit darüber verschaffen, was du eigentlich möchtest. Wir haben hier ganz viele Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, die du nutzen solltest. Mach dir klar, was du willst mit dem König der Schwerter. Sei ehrlich zu dir selbst, sei sachlich zu dir selbst und kläre, was sind Gefühle, die berechtigt sind, also die sich nachweisen lassen, dass du, sagen wir mal, dein Partner ist fremdgegangen, dann hast du natürlich einen Grund, wütend, traurig, verletzt zu sein. Aber wenn du das nur vermutest, dann hast du dir das selber gebaut. Ja? Also versuche dich mit den realistischen Fakten zu beschäftigen und dann wirst du schnell sehen, dass sehr viele gefühlsmäßige Gebilde in sich zusammenfallen, dass du dir vielleicht umsonst Sorgen machst. Denn wir haben ja hier die Möglichkeit auf eine liebevolle Energie, auch von einem sachlichen Menschen, der dir vielleicht begegnet oder der dein Partner ist oder deine Partnerin. Ich glaube, dass es darum geht, so ein bisschen, in deiner Mitte zu bleiben. Also dich nicht von den Stürmen von außen mitreißen zu lassen. Befreie dich davon, dich zu sehr von anderen beeinflussen zu lassen. Horche in dich hinein, kümmere dich um dein Inneres und kläre das für dich. Befreie dich aus dem Zwang, anderen gefallen zu wollen oder alles für andere tun zu wollen. Du bist ein eigenständiges Wesen und die sind ein eigenständiges Wesen. Und die äußeren Einflüsse können natürlich dafür sorgen, dass jeder einzelne von uns, ich sag mal, mehr, mal weniger gute Laune hat und dass das nicht alles an dir liegt. Ja? Ich habe das Gefühl, dass du ein bisschen so dich selbst erkennen sollst und dich nicht vor Auseinandersetzungen oder vor Dingen fürchten solltest, die auf dich zukommen, sondern wenn du geklärt bist in dir, kannst du dem ganz locker entgegentreten, weil du weißt, dass du ja, was für Gefühle du hast, was realistisch ist und was nicht. Das ist das Thema im Oktober für dich, damit du dir nicht unnötig einen Kopf machst über Dinge, die gar nicht passieren. Also cool down, geh es gemäßigt an, kümmere dich hauptsächlich um dich, befreie dich daraus, wie gesagt, von anderen und anderen Dingen mitgerissen zu werden. Auch eine schöne Energie, mit sich selbst ein bisschen zu arbeiten, um auch den Stürmen des alltäglichen Lebens ein bisschen stärker gewachsen zu sein. Und auch den Launen anderer Menschen, ganz klar. Mein lieber Krebs, es ist keine große Liebesgeschichte hier drin, aber es ist eine große Liebe zu sich selbst da drin. Und das kannst du natürlich im Monat Oktober ein bisschen genauer betrachten. Ja, ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Ich denke, dass dir das auf jeden Fall in deinem weiteren Leben ein bisschen hilfreich sein kann. Ja, wenn du das für dich immer mal wieder nutzt. Hab eine schöne Zeit, einen schönen Monat und ich bin gespannt, was du berichtest. Bis bald.